Ein Ölfilm auf der Enns zwischen dem Mühlacker Wehr und Lomersheim hat am Mittwochnachmittag den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Mühlacker notwendig gemacht. Bürger hineingerufen und gesagt, ich sehe einen Ölfilm auf der Enns. Ja. Dann bin ich rausgefahren, habe mir das angeschaut und tatsächlich waren aufgrund von Wartungsarbeiten ist Öl ausgedreht. Auf der Enns war ein größerer Ölfilm. Wir haben dann das Umweltamt verständigt und dann entschieden, dass wir zügig zwei Ölsperre einbringen. Einmal direkt im direkten Bereich, wo der Austritt stattgefunden hat. Und eine weitere Ölsperre wurde dann im Bereich Lomersheim angebracht oder wird gerade noch eingebracht. Die zweite Ölsperre, einige Kilometer flussabwärts von der Austrittsstelle entfernt, hier in Lomersheim, bezeichnet der Feuerwehrkommandant als reine Vorsichtsmaßnahme. Ja, das Problem war, wir wissen ja nicht genau, wann das tatsächlich stattgefunden hat. Ja. Es wurde nur immer wieder dieser Ölfilm entdeckt. Ja, wir konnten jetzt den Austrittspunkt festmachen und wir haben jetzt gesagt, wir fangen das Öl hier ein mit dieser Ölsperre und wollen im Prinzip dafür sorgen, dass das, was bereits ausgedreht ist und sich bereits auf dem Weg nach Lomersheim befindet, das versuchen wir in Lomersheim aufzunehmen. Als Ursache für den Ölfilm auf der Enns wird eine kaputte Dichtung in einem Technikraum am Mühlacker Wehr vermutet. Es ist eine Undichtigkeit von einer Maschine in diesem Maschinenraum. Und da hat man heute die Dichtung gerichtet. So wie mir die Stadtwerke mitgeteilt haben, ist es tropfverlustig gewesen. Was mögliche Umweltschäden betrifft, gab es vom Umweltamt des Ennskreises Entwarnung. Also mit Sicherheit wird es keine größere Schäden im Gewässer bringen. Es ist vor allem ein optisches Problem und man will das Öl natürlich nicht im Fluss abwärts bekommen. Damit das Öl wieder von der Enns kommt, hat die Feuerwehr Mühlacker im Bereich der beiden Ölsperren schwimmfähigen Ölbinder auf der Wasseroberfläche verteilt. Sobald dieser sich mit dem ausgelaufenen Öl verbunden hat, soll das Gemisch durch einen Fachbetrieb von der Wasseroberfläche gesaugt werden.